Play, die Zwerge. So. Wir entscheiden uns, wo wir unsere Nachtglocke aufschlagen. Und ich würde mal sagen, versteckt in der Krone der alten Eiche. Du schwingst dich den Stamm hinauf und ziehst anschließend dein Gepäck nach oben. Du bist bereit, wie ein Vogel auf einem Baum zu schlafen, wenn du dich dafür den Blicken der Orks entziehen kannst. Du schlingst ein Seil zweimal um deinen Bauch und den Stamm, um nicht versehentlich abzustürzen. Du schließt die Augen und träumst. Du siehst den Nordpass und riechst den frischen, eisigen Wind, der über die Spitzen der großen Klinge und der Drachenzunge streicht. Doch die Harmonie wird von dem scheußlichen Gebrüll der nicht enden wollenden Flut von Orks gestört, die sich unaufhörlich gegen die Befestigung wirft. Du riechst das ekelhafte grüne Blut der Orks und schmeckst das ranzige Fett ihrer Rüstungen auf deiner Zunge. Der bittere Geschmack verstärkt sich auf unerträgliche Weise und reißt dich aus deinem Traum. Du öffnest deine Augen und wunderst dich über die Helligkeit, da dir ein Blick in den Himmel bestätigt, dass es noch Nacht ist. Dein Blick wandert nach unten. Und was du siehst, lässt dir das Blut in den Adern gefrieren. Oha, Orks. Dann war das jetzt ganz gut. Ah, die Ladezeiten sind echt arg. Oha. Ich bin Sintoras von Zonbalsur, mein Meister, Nordon der Zweifache, der Gebieter über das Tote Land, hat euch, die Fürsten Toboribors, erwählt, um das Schwert zu sein, das den Süden erobert. Du meinst, wir sollen die Knochen hinhalten und uns von dem Magus töten lassen? Um Lord Ionan und die anderen wird sich gekümmert. Sei ohne Sorge. Eure Aufgabe ist es, im Süden für Ablenkung zu sorgen, bis der Plan meines Meisters aufgegangen ist. Und wer von uns soll Anführer sein? Derjenige, der das meiste Land erobert. Das heißt, Grabner und der neue Großschloss sein. Er funkelt Uschnotz und Baschkuk böse an. Ich schippe der Grabner Schor und das meiste Land erobern. Niemals! Wir werden die Städte der Rotbluter schneller übereilen, als ihr das Mark aus dem Knochen saugen könnt. Wir werden sehen. Du möchtest deinen Augen und Ohren nicht trauen. Wenn diese Scheusale Tions gemeinsam in den Krieg ziehen, dann stehen dem geborgenen Land verheerende Zyklen ins Haus. Ui, ui, ui. Und um Lord Ionan wird sich gekümmert. Na ja, gut, ich weiß ja schon, was passiert. Die Nacht in der Eiche war die schlimmste deines Lebens. Die ganze Zeit hattest du Angst, von den Orks entdeckt und zerfleischt zu werden. Doch als die ersten Sonnenstrahlen die Baumkrone durchdrangen, brachen die Orks ihr Lager ab und zogen von dannen, ohne dich entdeckt zu haben. Ja, sicher ist sicher. Dein Blick schweift über das verlassene Lager und du lauschst angestrengt auf jedes Geräusch in der Nähe. Du hörst und siehst nichts Verdächtiges. Sicher ist sicher. Dein Blick schweift über das verlassene Lager und... Hä? Da können wir doch sicherlich jetzt was untersuchen, oder? Einige verbeulte Rüstungsplatten wurden zurückgelassen, wahrscheinlich da sie ihren Trägern keinen ausreichenden Schutz mehr bieten. Sie sind allesamt menschlicher Machart, geplündert von den Orks, die selbst keine Rüstungen schmieden. Das ist die Stelle. Wusste doch, dass es hier war. Na los, finde die bescheuerte Kette. Hier ins Moskna, vor dir. Ah, ein Unterirdischer.
Genau richtig für ein Frühstück. Oh oh. Nee, wir stollen uns. Du weißt, dass du kein Kämpfer bist. Doch du willst dich den Orks wie ein Kind des Schmieds stellen. Vielleicht schaffst du es wenigstens, einen von ihnen zu töten und damit vor Vrakas nicht ganz so unzwergisch zu erscheinen. An mir werdet ihr zu beißen haben. Vrakas hat uns aus Stein gemacht. Oh oh. Oh, ich glaube, ich weiß, was passiert. Bitte, 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 bitte. Oink, oink, kleines Schweinchen. Oh, da ist er. Beim Bart der Beruins, wie hast du es geschafft, deine Waffe zu verlieren? Los, hol sie dir und halt sie dieses Mal gut fest. Hey, das war meiner. Du bist einfach zu langsam, Bruderherz. Zu langsam? Na, warte! Boindol und... Jetzt habe ich den Namen vergessen. Genau, Boindil. Sofort! Schluss damit! Für Vrakas! Angriff! Also, viel Schaden machen wir gar nicht. So. Schluss damit! Einverstanden. So, was haben wir denn hier für... Mal ein bisschen Tungdil helfen. So, drei. Yeah. Hier kommt dein Ende. Oh, das ist Pech für dich. Was denn? Wo ist Tungdil? Ich habe gar nicht so fest zugeschlagen. Und jetzt? Hey, hier rüber. Hat sich ja kaum gewehrt. Aber klar. Da, so keiner weniger. Angriff. Konnte ich mich heilen? Ich hab gar nicht so fest zu. Normalerweise schon, oder? Schluss damit. Auf den Weg. Ach, der ist tot, okay. Abscheuliche Kreatur! Sofort! Schluss damit! Einer weniger! Für Vrakas! Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen! So, wo ist der scheiß Bogenschütze da hinten? Sofort! Mhm. So, auf die Schützen! Ah, der blöde Ost, ich seh's. Was denn? Sofort. So, besser. Zu einfach. Auf die Weg. Sofort. Ja? Für Vrakas. Bin unterwegs. So, komm. So gut wie erledigt. In Ordnung. Hier kommt dein Ende. So gut wie erledigt. Wo ist der Nächste? Yes. Oh, das ist Pech für dich. Oh, das ist Pech für dich. Hier kommt auf die beiden habe ich mich schon richtig gefreut. Das sind übrigens so... Bin unterwegs. ...die Weggefährten vom Tungdil überhaupt. Pech für also. Dich. Sehr gerne. Yeah. Oh, der war kritisch. So, einer noch. Unterwegs. Zu einfach. Oink, oink. Das war's schon? Keine Orks mehr da? Gut gekämpft, junger Freund. Bist du zufällig Tungdil? Gut gekämpft? Der hat doch gekämpft wie ein... Boindil, was erwartest du? Er ist bei den Menschen aufgewachsen. Wer seid ihr und woher kennt ihr meinen Namen? Mein Name ist Boindal Pinhand vom Clan der Axtschwinger. Das ist mein Bruder Boindil Zweiklinge. Wir wurden geschickt, um dich zu suchen. Nenn mich Ingrimsch. Gibt's hier noch mehr Schweineschnauzen? Hm.
Gestern Nacht fand ein Treffen statt. Die Albe dienen einem gewissen Not-On, der sich selber Herr des Toten Landes nennt. Sie haben 3 Orkrotten angestachelt, für Unruhe im Süden zu sorgen. Hast du das gehört, Boyendal? Schweineschnauzen! Die Albe aus Zonbalsur und die Orks aus Toboribor machen gemeinsame Sache? Und könnten sich mit den Orks aus dem Toten Land verbünden. Die Zwillinge sehen dich ernst an. Ihr alle wisst, was das für die Bewohner des geborgenen Landes bedeuten würde. Ihr seid wahrlich im rechten Augenblick erschienen, aber seid ihr sicher, dass ihr mich sucht? Großkönig Gundrabur schickt uns, dich in den Süden zu bringen, ins Reich der Zweiten, zur Festung Ogertod. Dann habt ihr den Brief meines Meisters erhalten. Und ich bin ein Zweiter? Naja, so in der Art, schätze ich. Wir müssen... Ich weiß, was du sagen willst. Aber unsere Aufgabe ist es, dich unbeschadet zur Festung Ogertod zu bringen. Ich dachte, die Aufgabe der Zwerge sei es, Unschuldige im geborgenen Land zu beschützen. Lot Ionan und König Broron werden sich um die Orks kümmern. Wir 3 müssen vorsichtig sein. Du bist nicht gerade ein Kämpfer. Aber er hat ein breites Kreuz und breite Hände. Aus ihm könnte was werden. Und wenn man die Chance hat, ein paar Orkschädel zu spalten, sollte man das auch tun. Dann hat man meine Familie gefunden und der Großkönig will mich zurück in seinen Stamm holen? Nee, du bist kein Zweiter. Du bist ein Vierter. Und du sollst... Das wird dir der Großkönig erzählen, sobald wir in Ogertod sind. Wir sollten aufbrechen. Ich werde euch gern ins Reich der Zweiten folgen. In Wahrheit gibt es kaum etwas, das ich lieber täte. Aber ich muss zunächst zum Schwarzjoch reisen und einem ehemaligen Famulus-Lot Ionans einige Dinge überbringen. Das Schwarzjoch liegt nicht gerade auf unserem Weg. Es liegt auf meinem Weg. Sobald ich Lot Ionans Auftrag erfüllt habe, können wir in den Süden aufbrechen. Den Dickkopf eines Zwerges hat er schon mal. Vielleicht können wir unterwegs sogar einen richtigen Zwerg aus ihm machen. Also gut, wir begleiten dich. Je schneller wir diesen Famulus gefunden haben, desto schneller können wir zurück in die Berge. Unterwegs muss ich eine Brieftaube zu Lot Ionan schicken. Und falls wir unterwegs auf ein paar Orks stoßen sollten? Du gefällst mir, aber wir müssen dir einen anderen Namen geben. Bolofar, das ist so gut wie Lismith, Praddelquatsch oder Blüftimüff. Es ist dumm, sinnlos und beileibe kein Ehrenname. Was kannst du gut? Ich kann lesen. Lesen? Du bist ein Gelehrter! Ah, Level 2. Making Friends, Errungenschaft freigeschaltet. Weiter geht's. Ach. Dunkel zieht einem Gegner die Beine weg, sodass dieser stürzt. Ein seitlich geführter Schlag, der mehreren Feinden Schaden zufügt und sie zur Seite wirft. Ich mag das. Yes. Du fandest Gold und bei erfolgreichen Angriff 10% Chance, 10% Lebenspunkte zu regenerieren. Das ist doch cool. Ach, auf die 2 habe ich mich schon gefreut. Ingrimsch und Boindil. Ne, Boindal. Das muss ich erst wieder auseinanderhalten können. So, wir waren hier. Was haben wir da? Ach, warte mal. Hä? Wo bin ich jetzt? Das ist 5. Ich geh mal da hin. Die Straße führt über einen sanften Hügel. Von einer Kuppe könnt ihr einige Bauernhäuser in der Ferne sehen. Rauch steigt aus dem Dorf auf und die Kampfschreie der angreifenden Orks dringen bis zu euch vor. Greife die Orks an, um Deitzeldorf zu verteidigen. Natürlich tun wir das. Beziehungen. Kommen wir überhaupt mehr Beziehungen? Ach so, da muss ich vorher auswählen. Nehmen wir mal das da. Mhm.
Was? Wer? Warum kriegt halt er? Kriegt halt er den da? Nee, kann er nicht. Okay. Ja? Auf den Hut wie erledigt! Die verfluchten Trombonen spielen nicht mehr lange. Ups. Oh, das ist Pech für dich. Und jetzt? Komm her, du! Ja? Nein, einer weniger. Ja? Und drauf. Zu einfach. Schluss damit. Angriff. Angriff. Oha, wo ist er denn? Geh doch was drauf, Mensch. Solche Kreatur. Für Fracas. Aber ich hätte vielleicht Schluss damit. So Heilsachen benutzen sollen. Ich hab gar nicht so meist zugeschlagen. Ach, hey! Ich hab kaum gewehrt. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Der holt am meisten hier aus. Wunder, könntest du mal... Sehr gerne. Oh shit. Für Fracas. Einen Moment Geduld. Schluss damit. Einer weniger. Oh scheiße. Für Fracas. Auf den Weg. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Abscheuliche Kreatur. Angriff. Ich brauche hier Hilfe. Schnell. Das geht doch nicht. Sofort. Wie machen wir das? Wie konnte ich mich heilen? Oha. Vielleicht hätte ich da am Anfang das Essen zuweisen müssen oder sowas. Ja? Ich weiß es ja nicht, wie das funktioniert. Die verfluchten Trombonenspieler rufen ver... Nicht mehr lange. Aha. So gut wie erledigt. Schluss damit. Trombonen. Die Thrombosen da. So gut wie erledigt. Wo ist der Nächste? Was ist? Yeah. Hm? Sofort klar. Hörst du den Thrombosenspieler da? Ich glaube, das ist zu. Das ist nur möglich, die aufschalten. Ihr kommt ein Ende. Einverstanden. Oh, das ist Pech für dich. Und weiter. Einverstanden. Sofort. Bam, einer weniger. Hey. Einverstanden. Schluss damit! Er hat geschummelt. Für Fracas. Shit. Angriff. Oh Gott. Das geht doch wieder schief. Die so einfach. Abscheuliche Kreatur. Töte sie schneller. Jetzt spiel ich schon auf einfach. Wie töte ich denn schneller? Die rennen ja immer weg, die Penner. Ja? Die verfluchten Trombonenspieler rufen Verstärkung herbei. Nicht mehr. Ja, und heute nur weiter. Los, auf die Typen drauf. Einer ist noch da. Schuss gerne. Einen Moment Geduld. So gut wie erledigt. Sehr gerne. Und weiter. Okay, einer weniger. So gut wie erledigt. Einer unterwegs. So gut wie erledigt. Bin unterwegs. Hier kommt ein Ende. Irrbar. Bin unterwegs. Das geht nicht. Und jetzt? Los, auf ihn drauf, da. Was denn? Einer weniger. Auf den Weg. Das ist richtig. So, wo ist der andere? Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Und wegmachen. Auf den Weg.
Ich brauche hier Hilfe. Schnell! No! Sofort! Will ich sterben. Für Wrakas! Hm? So gut wie erledigt! Schluss damit! Warum ist er fertig? Ja. Und weiter! So gut wie erledigt! Da, einer weniger! Könntest du mal? Ja, ja, hallo. Ja, ihn. Erledigt. Und jetzt? Was ist? So gut wie erledigt. Einer unterwegs. Das ist doch Mist. So gut wie erledigt. Für Wrakas. Wo ist der Nächste? Ich muss nur kurz ausruhen. So gut wie erledigt. Hier kommt dein Ende. Warte, ich muss es so machen. Oh, damit. Das ist Pech für dich. Mhm. Oh, ihn kann ich gar nicht mehr auswählen, okay? Hm? Was ist? Ach, sehr gerne. Auf ihn drauf, doch. Abscheuliche Kreatur. Na los. Oh, jetzt. Zu einfach. Einverstanden. Ja. Und weiter. So, ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Yeah. Ich schlag verdammt hart. Sehr gerne. Bin unterwegs. Ja? Abscheuliche Kreatur. Sofort. Auf den Weg. Drei. Oh, das ist Pech für dich. Solche Kreatur. Sehr gerne. Dann einer weniger. Bin unterwegs. So. Einverstanden. Zu einfach. Und weiter. Für Wrakas. Da, einer weniger. Mhm. Hier kommt dein Ende. Gott sei Dank, geschafft. Wow. Kaum, dass die Schlacht gewonnen ist, kommen verängstigte Menschen aus ihren Verstecken. Frauen mit in Streifen gerissenen Laken und Eimern voll heißen Wassers kümmern sich um die Verletzten. Ein Mann mit blutverkrusteten Unterarmen tritt an euch heran. Mein Name ist Malcheus. Ich bin... Nun, ich denke, ich bin nun der Bürgermeister hier im Ort. Ohne eure Hilfe hätten wir die Orks nicht aufhalten können. Ich danke euch und bedauere, dass wir euch nichts als Belohnung anzubieten haben. Die nachdenkliche Miene des Mannes hält sich auf. Es sei denn, wenn ihr über den Fluss wollt, können wir euch übersetzen. Jeder hier in der Gegend wird euren Namen kennen, denn wir verdanken euch unser Leben. Wann immer ihr ans andere Ufer wollt, gebt einem von uns Bescheid. Ihr bedankt euch höflich und verbringt die Nacht als Ehrengäste in Malcheus Haus. Den ganzen Abend kommen Gäste, die euch kleine Geschenke machen und ewige Dankbarkeit schwören. Am nächsten Tag brecht ihr, zunächst unter Protesten, dann unter dankbaren Jubelrufen, wieder auf. Tja, wie haben wir das gemacht? Sehr gut, würde ich sagen, auch wenn es ein bisschen schwierig war am Anfang. Was haben wir uns gekriegt? Gold? Aha. Nicht sehr wertvoll. Okay. Dann, meine lieben Freunde, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Die Zwerge.